Am Moment gesagt es so aus, dass 5 Kommissaren an den Heringen keine gute Figur gemacht haben. Am 22. Oktober stimmt das Parlament über die integrale Kipp auf. Ist das so, dass der Jean-Claude Juncker sich muss Großsorgen machen muss? Oder geht es nur, wenn hier 2, 3 kosmetische Adaptationen möchte? Was ist deine Abschätzung? Ich meine, es geht nicht nur, dass ein paar kosmetische Aufänderungen da möchte, weil er nicht mit dem Herrn Moscovici an dem Herr Hill ja aber schwer gewischt als in der Kommission, die ein Mist austauschen. Das heißt, das muss schon ein bisschen mehr in Profondeur gehen, die Umänderung da. Und ich denke, dass das auch ein bisschen eine Strategie vielleicht gewischt ist, die den Herr Juncker am Anerkap hat, für ein bisschen Druck zu machen auf Länder wie Frankreich und Großbritannien, für da Leute zu schicken, die noch mehr kompetent sind und die noch mehr überzeugt sind von der europäischen Idee. Sodass ich meine, dass da wird relativ profunde Umstrukturierungen müssen vorholen, für das da beim Europaparlament durchkommt. Ich erinnere mich da auch ganz stark daran, über die Änderungen, die den Herr Barroso hat müssen vorholen für 10 Jahre. Das ist also keine neue Situation, die da entsteht. Der Herr Barroso hat 2, 3 Leute, die man selbst getauscht. Ich meine, der Herr Juncker steht da für meinen größten Challenge. An die Struktur, die proposiert von der Kommission, mit 7 Vizepräsidenten an engem Präsidenten, auf denen vieles zugeschnitten ist. Was da der Model, den Ihrer Meinung nur gut kennt? Also Ziel muss es ja sein, für eine Europäische Kommission zu schärfen, die lo an diesem Moment so kompetent wie möglich ist und so überzeugt von der europäischen Idee wie möglich. Die Struktur aus sich, darüber kann ich natürlich diskutieren, aber ich denke, dass der Herr Juncker sich da eine Struktur gehen hat, für so effektiv wie möglich zu schaffen, weil das vieles, was die EU-Kommission durchkommt. Herr Juncker hat ein Programm vorgelegt, das nicht unambitiös ist und das noch muss ambitiös sein, für die Probleme an der EU zu lösen, die momentan da sind. Und ich gebe mir just wünschen, dass die EU-Kommission relativ schnell kann auf einmal schaffen kann.